Mission ist erfüllt, Meister. Dann bist du bereit, dich mit mir dem Imperator zu widersetzen. Komm auf mein Schiff. Endlich werden wir die Galaxis beherrschen. Es scheint, Sie werden bald Ihre primäre Programmierung erfüllen, Master. Ja. Endlich. Die Flotte des Imperators ist angekommen. Ihr habt den Imperator hergelockt. Wann geht es los? Ich habe ihn nicht gerufen. Seine Spione haben dich verfolgt. Womit kann ich euch zu Diensten sein, mein Gebieter? Ihr vergesst wohl euren Platz, Lord Vader. Diesen Jungen als Schüler zu nehmen, kommt einem Verrat gleich. Also vernichtet ihn, oder ich zerstöre euch beide. Meister, wir besiegen ihn zusammen. Tut es jetzt, Lord Vader. Streckt ihn nieder und beweist damit eure Loyalität. Ja, vernichtet ihn, Lord Vader. Lasst ihn festgebunden. Yes, Sir. Ihr! Wart mein Tod! Nein. Der Imperator wollte dich tot sehen. Ich habe deinen Körper geborgen und hergebracht. Zur Rekonstruktion. Warum? Der Imperator musste glauben, dass du tot bist. Jetzt kannst du dich rächen und deine Bestimmung erfüllen. Was wünscht ihr, mein Meister? Die Spione des Imperators überwachen jeden meiner Schritte. Wir brauchen eine Ablenkung. Eine einzelne Tat weckt seine Aufmerksamkeit nicht. Stelle eine Armee gegen den Imperator auf. Eine Armee? Ja, eine Allianz von Rebellen und Abtrünnigen. Wenn sie den Imperator und seine Spione abgelenkt haben, schlagen wir zu. Wo fange ich an? Du hast dein Schicksal jetzt selbst in der Hand. Trenne dich von deiner Vergangenheit. Niemand darf wissen, dass du mir dienst. Geh jetzt. Und denk daran, dass die dunkle Seite immer bei dir ist. Roxy. Ah, Master. Ich bin erfreut, dass Sie doch nicht tot sind. Ich hatte schon gefürchtet, dass ich Sie nie vernichten könnte. Du bekommst deine Chance bestimmt, wenn wir hier weg sind. Ja, aber bis dahin soll ich alles tun, was ich kann, um Ihnen beim Untertauchen zu helfen. Soll ich die Rogue Shadow startklar machen? Ja, mach du das nur. Wir treffen uns dort. Master, ich habe Zugriff auf den Hauptcomputer des Schiffes. Wo ist Juno? Ah ja, die Pilotin. Ich glaube, sie ist noch an Bord. In einer Zelle.
Captain Eclipse ist des Verrats angeklagt. Und Lord Vader hat sie ausdrücklich angewiesen, sich von ihrer Vergangenheit zu trennen. Sie wollen sie doch nicht etwa retten, oder? Ich weiß noch nicht, Proxy. Mach erstmal das Schiff startklar. Wie Sie wünschen, Master. Donnerwetter, das nenne ich mal einen verrückten Anfang. Hallo, sehr geehrte Zuschauer, und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Force Unleashed. Ja, wir wurden von Darth Vader hintergangen, weil, ja, ich sag mal jetzt nicht hintergangen, aber er hat schon das Ding gekommen sehen, dass der Imperator uns hier ausspioniert, und darum hat er auch hier das Nötige auch getan, dass er uns sozusagen erledigt hat, aber dann hat er uns wieder zum Leben erweckt. Jetzt hat er uns auch noch sogar dazu beauftragt, eine Armee zu gründen, um sich den Imperator zu widersetzen. Okay, aber das ist gut zu wissen, dass Darth Vader immer noch auf unserer Seite ist. Sozusagen. Ich nehme mal... Ja, ich nehme mal den goldenen Kristall. Warum auch nicht? So, was haben wir da für Upgrades? Upgrades. Ohlala, da können wir mehr machen. Machtgriff mache ich auf jeden Fall. So, Talente. Vitalität möchte ich mal machen. Widerstand, Kampfmeditation. Das auch. Ja, machen wir mal die Kombo-Beherrschung komplett. So, jetzt kommen die Machtkombos. Okay, R1 halten und dann mit X. Sith-Wurf. Ein Schlag auf den Boden, der dein Gegner... Okay. Ja, dann mache ich das mal auch. So, besiege die Aufräumtruppe. Blauer Lichtschwertkristall. Ich glaube, das ist... Wisst ihr was? Wir machen mal das mit dem blauen Lichtschwertkristall. Meine Güte, wo befinden wir uns jetzt hier? Ich höre euch. Mhm. Wohl andersrum. Ihr gehört jetzt mir. Befinden wir uns jetzt hier bitte schon? Sind wir auf einem Sternzerstörer oder wie? Sicherheitsverletzung Sektor 9. Subjekt 1138 ist entkommen. Alle Blaster auf Töten. Alles klar. Aber wir sind auf einem Sternzerstörer oder sowas. Imperiale Evo-Truppe. Ich mag diese Kombos, die sehen richtig genial aus.
Mich interessieren eure Navigationssysteme überhaupt nicht. Immer noch mich zu vernichten. Okay. Nein, nein, doch nicht. Sie sollten genug Zeit haben, das Schiff zu erreichen, bevor es auf den Stern trifft. Er schickt jetzt, also er hat jetzt so gemacht, dass er diese Raumstation auf einen Stern jetzt geschickt hat. Also er will das halt einfach komplett zerstören. Tja, Leute. Ihr wollt fliehen? Nee, nicht bei mir. Hier gibt es keinen Kommen. Schattentruppe. So. Soweit ich weiß, gibt es hier auch so ein, sogar ein Bonusziel, wo man diese ganzen Rettungskapseln noch zerstören muss. Genau, man muss hier 6 Rettungskapseln zerstören und dann kann man hier das Bonusziel dann erreichen und man bekommt dafür auch eine Belohnung. Diese Schattentruppen, die sehen aus wie so eine Art imperiale Kommandos oder so eine Art. Sturmtruppenkommander. Okay, das war ein Kommando. Und das war ein Kommando. Aber die Schattentruppen sehen mehr aus. Kommando aus als diese. So, Jungs. Schöne Fahrt. Machttalentsphäre. Sehr schön. So. Gesundheit wiederhergestellt. Sehr schön. Weitere Befehle abwarten. Oh, das ist nicht gut. Proxy, hast du die Kapseln abgeworfen? Natürlich, Master. Können die kein Zeichen aus. Zu wissen. Lordian. Was ist das denn jetzt für ein Kristall? Gesteigerte Fähigkeit, Blasterschüsse abzuwehren und zu reflektieren. Das ist eine Parierfähigkeit. Ist nicht das Richtige für mich. Ne. Ich bevorzuge entweder mehr Schaden durch Lichtschwertangriffe oder durch Macht oder sonstiges. Aber so Parierfähigkeiten, das ist nicht so mein Ding, nee. Tut mir leid. Das ist, soweit ich weiß, diese großen Jungs, das sind die dunklen Truppen, die von Arkhammer entworfen wurden. Er hat einmal die dunkle Phasentruppen für das Imperium hergestellt. Imperiale Aufräumtruppe. Ja, aber eigentlich sind das die dunkle Phasentruppen von Arkhammer. Wer Star Wars Dark Forces einmal gespielt hat, der weiß, wovon ich rede. Da kommt Arkhammer vor und da muss man auch seine dunkle Phasentruppen auch vernichten. Vielleicht werde ich auch eines Tages dieses Spiel auch mal spielen. Ist auch ein richtig gutes Spiel, also kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, es mal zu spielen. Es ist so eine Art Star Wars mit Doom, weil es wurde auf der Engine entwickelt, die damals für Doom entwickelt wurde in den 90er Jahren. Ich habe sogar irgendwo mal gelesen, dass da, für Dark Forces wird sogar
ein Remake geplant. Also kann man versuchen, aber na, ich weiß nicht. Ich bin kein großer Freund von Remakes. Ihr wisst es. Ich halte mich mehr besser an die Originalen als irgendwelche Remakes, wo man da mehr für die Fans verspricht, aber dann am Ende schätze ich heraus, dass alles beim Alten geblieben ist. Nur die Grafik wurde verbessert und alles andere ist beim Alten geblieben. Und dafür zahlt man dann 60 bis 70 Dollar. Nee, danke, da halte ich mich besser an das Original. Vader sagte, ihr wärt tot. Doch ihr seid zurück. Ich wurde als Verräterin geächtet. Das ist mir egal. Es ist mir vollkommen gleichgültig. Ich verlasse das Imperium. So, Juno wurde also als Verräterin jetzt abgestempelt. Okay, wir sind jetzt von der ISS Empirical entkommen. Ja, ein Holocron habe ich leider verpasst. Aber immerhin haben wir jetzt Juno gerettet und wir sind auch entkommen. Und es scheint so, als hat sich jetzt Starkiller vom Imperium abgewendet und möchte sich jetzt dem Rebellenallianz dann anschließen. Also, ich hätte auch nichts dagegen. Also, wir können gerne auch das Imperium besiegen. Aber gut, machen wir weiter. Niemand folgt uns. Wir sind Lichtjahre von sämtlichen Imperialen entfernt. Was stimmt da nicht? Wir haben die ganze Galaxis vor uns. Trotzdem weiß ich nicht, wohin. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich hoffe, ihr habt einen Plan. Wir vereinen die Feinde des Imperators. Und ich brauche einen, der mich das lehrt, was Vader nicht konnte. Klingt, als jagten wir immer noch Jedi. Und ich glaube, ich weiß von einem, der vielleicht noch lebt. General Kota? Ja. Als wir kämpften, sagte er, sei Teil meiner Zukunft. Ich hoffe, das stimmt. Auf nach Nar Shaddaa! Prinzessin Leia, es ist eine Ehre, eine Beobachterin vom Senat. Machen wir uns doch nichts vor, Captain Stern. Wir beide wissen, dass ich als Geisel hier bin, damit mein Vater nichts gegen das Imperium sagt. Dann kennen wir ja beide die Lage, Senatorin. Wenn euer Vater den Mund hält, werde ich euch natürlich beschützen. Wenn nicht, werdet ihr das bedauernswerte Opfer eines Wookiee-Aufstands. Die Sklaven sind hirnlose Tiere. Zeigt mir jetzt mein Quartier. Wie ihr wünscht, Prinzessin. General Kota? Ich hab den Tisch bezahlt, also wer du auch bist, hau ab! Ich bin euch durch die Galaxis gefolgt, von Nar Shaddaa bis Yost. Wer bist du? Ein Kopfgeldjäger? Nein, nicht direkt. Ich denke, wir können einander helfen, Jedi. Ich bin kein Jedi. Nicht seit
Ich brauche euren Verstand, nicht die Augen und euer Wissen über den Kampf gegen das Imperium. Niemand besiegt das Imperium, Junge. Ihr solltet hoffen, dass ihr da irrt, General. Da ist er. Erledigt ihn. Da drüben. Bleibt sofort stehen. Juno, ihr müsst uns vor dem Vapor Room abholen. Und zwar sofort. Schon unterwegs. Alles klar. Da müssen wir jetzt mal General Coda beschützen, statt ihn zu erlegen. Einmal haben wir ihn gejagt. Jetzt müssen wir ihn beschützen. Und da haben wir auch noch davor kurz Prinzessin Leia auf Kashyyyk auch noch gesehen. So, soweit ich weiß, gibt es hier auf Nashada ein Bonusziel. Und zwar, man muss hier 10 oder 15 Gegner in das Carbonit hier einfrieren lassen. In dieses Ding hier in der Mitte. Und ich werde das jetzt mal versuchen, weil vertraut mir, ist es nicht so einfach. Oh, da kommt schon die Schattenwache. Beziehungsweise diese Gardenwache oder wie auch immer die heißt. So, blaue Garde heißt sie. Ein von 10 Imperialen ins Carbonit eingefroren. Sehr schön. Das heißt, wir machen das richtig. So, Sturmtruppen müssen jetzt auch mal dran glauben. Auch wenn die mir ein bisschen leid tun, aber trotzdem ist es egal. Da wird sich Han Solo auch wundern, wenn er erfährt, dass er auch nicht der Einzige war, der in das Carbonit eingefroren wurde. Lichtschwertwurf. Sehr schön. Dann können wir jetzt gleich hier auch das mal austesten. Ognaut. Ah, das sind wahrscheinlich die Bewohner von Nashada. So, ein Sith Holocron. Schaden gesteigert. Sehr schön. Da ist auch ein Jedi Holocron. Energiekristall Rusan. Schauen wir mal, was das eine ist. Yep, die Bewohner werden wir auch abschlachten. Die haben uns jetzt hier verraten, also... Ja. Nee, ich gebe nicht auf. Instabiler goldener Lichtschwertkristall. Seid auf jeden Fall vorsichtig, dass ihr selbst nicht in dieses Carbonit... Ding da reingeht. Es wird euch auch einen richtigen Schaden zufügen. So, wieder blaue Garde. Du kommst mir gerade rechtzeitig, denn ich wollte mal wieder hier ein bisschen Carbonit einfrieren. So, du musst jetzt auch mal dran glauben. So, viel Spaß. 3 von 10. So, der Sturmtruppler. Besser als nichts, oder? So, in diesen Fässern ist auch Carbonit. Können die auch gegen die Gegner auch benutzen. Aber natürlich nicht gegen die Toten, sondern die müssen lebendig sein. Und tschüss. Guten Flug. Ja, das war Fail. Ich habe hier ein Problem. Überall Imperiale. Wo könnt ihr sie absetzen? Auf der anliegenden Plattform gibt es ein Dock. Okay. Nee, wo haut ihr ab? Wow, schaut euch mal das mal im Hintergrund. Sind wir hier auf Bespin oder was? Vorsicht. Boah, das sieht richtig cool aus. Richtig cool. Ja, Electronic Arts. Ihr solltet mal besser
von Fort St. Leash mal hier besser was kennenlernen. Anstatt hier irgendwelchen Müll mit der Star Wars Lizenz zu machen. Guten Flug. So, man könnte diese Generatoren, soweit ich weiß, hier beschleunigen, damit man ein bisschen fliegen kann. Weil da oben gibt es einen, genau, einen Holocron. Machtkombosphäre. Okay. Da ist noch einer. Donnerwetter, wir haben heute Glück. 10.000 Machtpunkte. Sehr schön. Verdammt, oh verdammt, bitte zerquetsche mich nicht. Wer schießt da? Diese Jetpack-Truppen. Sprungtruppen. Komischer Name. Ich würde die am besten Jet-Truppen oder sowas nennen, aber doch keine Sprungtruppen. Ich meine, die hüpfen hier nicht rum wie Kängurus. Instabiler gelber Lichtschwertkristall und Bonusziel erfüllt. Ich glaube, das waren alle Holocrons, die wir hier gesammelt haben. General, könnt ihr euch etwas schneller bewegen? Ah, wieder. Das Gute an diesen Sprungtruppen ist, man kann mit Machtblitzen ihre Jetpacks erhitzen lassen und damit explodieren die dann automatisch. Kann man sich auf jeden Fall richtig gut Zeit sparen. Ja, mich interessiert das nicht. Diese Scout-Truppen. Wer war das? Was ist das denn bitte schon für eine? Wow, 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 wow. Ich bin fast tot. Ugarnaut. Komischer Name. Oder Ugarnaut, besser gesagt. Fällt gerade ein, ich muss auch noch mehr Gegner hier gleich auch in das Carbonit einfrieren. Unbegrenzte Energie. Da kommt die Lambda-Fähre.
Oh. Ich glaube, das ist die Elitewache, oder? Schattenwache. Aber ich glaube, das ist eines der Elitenwachen des Imperators. Weil er wird von diesen Schattenwachen, von diesen Garden bewacht, nicht von Sturmtruppen. Diese kleinen Ugnaughts gehen mir richtig auf den Nerven. Jetzt reicht's doch, oder? Okay, das war's. Du hast mich wütend gemacht. Das bekommst du zurück. Okay, so einfach ihn anzugreifen ist jetzt auch nicht. Er bewegt sich ja fast wie Darth Maul. Habt ihr es mal bemerkt? Was, wenn er das wirklich ist? Meine Güte, was soll ich noch gegen dich benutzen, damit du endlich aufgibst? Aufstieg. Okay, ich habe das dank dem Zerquetsch-Bonus erhalten. Ich kann auch mit der Macht spielen, weißt du das? Komm, greif mich an. Schattenwache, dass ich nicht lache. Alles Hirngespinste, Junge. Die Armee des Imperators ist unendlich. Sie werden dich vernichten. Oder Schlimmeres. Nichts wird sich ändern. Ihr solltet kämpfend sterben, statt in der Kantina zu ersaufen. Ich weiß nicht. Doch ich habe einen Kontakt im Senat, der dein Lichtschwert gebrauchen kann. Wo ist dein Schiff? Alles klar, General Kota ist gerettet. Wir sind aus der Wolkenstadt entkommen. Also waren wir doch auf Bespin oder was? Warum hat er dann davor gesagt, auf nach Nashra, da? Komisch. Ja, ich habe es leider nicht geschafft, alle Imperialen in Carbonitern zu frieren. Ich glaube, mir fehlt ja nur noch einer. Ja, aber naja. Naja, ich muss halt damit leben. Hauptsache, ich habe alle Holocrons gesammelt. Das ist das Wichtigste. Aber gut,
Ja, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Part von Let's Play Star Wars The Force Unleashed. Wir werden da sehen, wie die Story sich dann weiterentwickeln wird. Also, bleibt auf jeden Fall dran, es wird dann weitergehen.